Genau, habe ich ja schon vorgelesen. Haul vom XL-Stadt-Flohmarkt mit 300 Ständen. Das habe ich gekauft. Toll, heute wird's wild. Wir kommen nämlich jetzt gerade vom Flohmarkt. Unser ganzes Auto war einfach voller Schnäppchen. Denn heute waren zwei ganz besondere Flohmärkte. Und zwar einmal ein Dorfflohmarkt und ein Stadtflohmarkt. Also der ging wirklich mit, glaube ich, 350 Ständen durch die Innenstadt. Es waren nur private Familien da. Es war ein Fest. Wirklich, es war ein Fest. Heute Morgen, wir waren sogar eine Stunde zu früh am Start. Dementsprechend bin ich jetzt wirklich müde. Ich habe heute Nacht irgendwie nur 3 Stunden gepennt oder so. Aber es hat sich so gelohnt. Wir haben da wirklich abgeräumt. Schatz hat einen Mega-Fund gemacht, so ein Once-in-a-Lifetime-Ding. Also, wir haben das jetzt aufgesplittet, alles, was wir heute so gefunden haben. Ich zeige euch jetzt die Hälfte. Die andere Hälfte seht ihr dann bei Dean Tramp. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Ah, Leute, es hat so Bock gemacht. Wetter ist grandios. Wir haben 25 Grad, blauer Himmel. Boah, also so 25 Grad, ne? Ich bin ja eher so der Freund von Hoodie und sowas tragen. Aber bei 25 Grad blätzt mir das immer so heftig auf den Kopf, Freunde, dass ich nach dem Flohmarkt so komplett durch bin. Kennt ihr das? Und erstmal eine Pause brauch, wenn du so 3, 4, 5 Stunden, ja, so 3, 4 Stunden auf dem Flohmarkt bist, kriegst dann die Sonne auf den Kopf. Es gefühlt mein Hirn dann immer ganz, ganz matschig danach. Also ich könnte dann jetzt auch nicht gleich im Nachhinein ein YouTube-Video dazu drehen. YouTube Premium eindeutig Betriebsausgaben. Ja, ne? Also ich werde es mir auf jeden Fall mal holen. Safe. Mal gucken, wann. Ich weiß gar nicht, wie viel das kostet. Oder ich schreibe mal YouTube an, dass die uns das hier gönnen für den Stream. Ich lieb's. Was soll ich euch sagen, Leute? Ich liebe es. Ich liebe Flohmarkt. Wenn das bei euch auch so ist, dann ja, abonniert gerne meinen Kanal. Hier gibt's jedes Wochenende Flohmarkt-Content. Lasst ein Abo da. Gerne Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Direkt am nächstbesten Stand eine gescheite Kopfbedeckung mitnehmen. Stimmt, das vergesse ich meistens Endzeit, wirklich. Da ist man hier in echt Matschebrei. Wenn du in Hamburg bist, ist garantiert Hoodie-Wetter. Yes! Na, Hamburg ist ja so, dass so immer so ein bisschen grau, regnerisch und so. Also, als ich jetzt mal ein paar Mal in Hamburg war, war es auf jeden Fall immer so gewesen. Hoodie-Wetter ist auf jeden Fall richtig gut, weil ich trage so oder so gerne eher größere Sachen, eher halt Hoodies und. Ist gemütlich. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr heute aufstöbern wart und wenn ja, was ihr so Schönes gefunden habt. Wir haben auch so viele Zuschauer getroffen. Ganz, ganz viele Leute hinter den Ständen haben auch gesagt: Ey, Dean, Sunny, wir haben gestern noch eure Videos geguckt und jetzt steht ihr hier vor uns. Wir können das gar nicht glauben. Wir haben so viele Fotos gemacht. Also wirklich, ihr könnt sehr gerne immer kommen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ey, ich bin gerade einfach nur happy, ne? Das war so ein schöner Tag. Insgesamt waren wir jetzt, glaube ich, ungefähr 7 oder 8 Stunden auf diesen beiden Flohmärkten unterwegs. Weil ihr kennt uns, Boah. wir gehen ja dann auch nicht nur 2, 3 Mal rüber, nein, sondern eher so 20, 30 Mal. Und dabei haben wir dann heute Morgen um, ich glaube, 6 Uhr war das direkt, dann diesen Pikachu hier entdeckt. Leute, ich habe mich sofort schock verliebt. Der ist so cute. Der ist auch echt groß. Der hat diesen Sack, ich bin müde, Leute. Diesen Sand im Bauch. Und der war gar nicht mal so günstig. Wir haben gebundelt und zwar hat Schatz noch ein Spiel mitgenommen. Und dann haben wir zusammen für beides 25 € bezahlt. Das ist tatsächlich echt ein bisschen teuer, aber wir waren halt voll im Hype, ne? Das war so der erste Fund am Tag und ich wollte den halt auch nicht liegen lassen. Und ich habe den ganz kurz weggelegt und hatten den schon zwei andere Leute in der Hand. Und ich habe gesagt: Schatz, wenn wir den jetzt nicht mitnehmen, der ist gleich weg. Gut, haben wir mitgenommen. Der Junge hat auch nicht gehandelt. Der ist richtig strong geblieben. Sehr gute Verhandlungskunst. Dann habe ich mir wie so ziemlich jedes Wochenende zwei Paar Converse Chucks mitgenommen. Einmal in dem Classic Beige Ton und einmal in dem Schwarzton. Die hier sind beliebter, kann ich euch jetzt schon sagen. Aber ich habe zusammen nur 8 € bezahlt und dafür konnte ich sie nicht liegen lassen, weil es ist Größe 39. Und das ist halt einfach die beliebteste Größe. Ich feiere die selber sehr, diese Schuhe. Und die habe ich jetzt mittlerweile schon 4-mal, glaube ich, zu Hause stehen. Ich glaube, ich werde mir bald mal einen Vinted-Account machen und dann könnt ihr die Sachen gerne shoppen von mir. Ihr fragt mich nämlich bei Instagram immer, ob ich die dann verkaufe. Ja, auf jeden Fall, meine Devise ist, für 3, 4 € lasse ich die halt nicht stehen. Und ja, dementsprechend gehen die dann auch wieder weg. Dann gab es mal. Was bekommt man für so Prügel? Weiß das jemand jetzt aus dem Kopf? Also ich bin ja, also halt wenn ich Kleidung flippe, dann meistens halt Neuware. Wisst ihr ja, ne? Ich habe ja da jemanden bei Adidas, wo ich einmal im Jahr sozusagen so, sind nicht Restposten, aber halt einfach Produkte, die nicht so weggehen, shoppen darf zu einem echt guten Preis. Bin auch mal gespannt wieder, das wird auch bald wieder kommen, Freunde. Vielleicht spare ich ja deswegen so sehr.
Wir gucken einfach mal. Ihr wisst ja auch, letztes Jahr da ordentlich eingekauft. Weiß einer aus dem Kopf, wie viel man für Chucks bekommt? Weiß das jemand? Verkauft jemand gebrauchte Schuhe? Also ich hab mal, also ich hab wirklich jetzt in meiner Reselling-Karriere einmalig habe ich Vans mitgenommen. Das waren auch Frauenschuhe gewesen. Die habe ich auch relativ gut verkauft bekommen. Chucks, circa 10 bis 20 Euro, echt? So viel? Ja, nice. Prügel. Die Prügelschuhe. Ja, ich verkaufe gebrauchte Vans, Nike, Adidas und Chucks. Ja, nice. Also gebrauchte Damenschuhe eventuell auf anderen Plattformen. Oh, das können wir dann nach 22 Uhr besprechen, Endzeit. Nein, Quatsch. Wisst ihr ja. Getragen oder nicht? Der Zustand muss gut aussehen. Okay. Alles klar. Vielen Dank. Ja, das wäre auch mal sowas, ne? Also Schuhe lasse ich generell immer liegen. Aber ich habe jetzt auch. Kennt ihr das, wenn man so Nischen nicht so im Blick hat, dass man da einfach so drüber hinweg sieht und dann gegebenenfalls so seine Aufnahme nochmal checkt und dann sich so denkt, so Scheiße, hätte ich die mal mitgenommen. Okay, dann geht's weiter hier mit einer Polaroid-Kamera. Bin mal gespannt, was sie dazu sagt. Wieder eine Polaroid-Kamera, auch ein schönes Stück in OVP, also in Originalverpackung. Da wissen auch immer viele gar nicht, was das heißt, OVP, man sagt das immer so. Der Mann, der kannte uns auch, das war auch ein Zuschauer und der wollte ursprünglich 15 Euro haben für die Cam. Da habe ich dann aber den Einwand gebracht, dass halt keine Filme dabei sind und das ist wirklich ein Manko, Leute. Das ist auch mal ein gutes Argument, um zu handeln. Die Kameras an sich sind nicht so teuer, sage ich jetzt mal. Es geht. Aber nicht so teuer. Das Entscheidende sind natürlich die Filme, weil die sind wirklich teuer. Da zahlst du irgendwie für 10, 15 dieser Bildchen, ich glaube 25 Euro, 20, 25 Euro oder so. Ja, und dementsprechend habe ich runtergehandelt auf 7. Ja, Leute, handeln lohnt sich. Von 15 auf 7, da habe ich sie dann mitgenommen, weil ich die ganz cool fand, hier mit dem Karton noch original verpackt. Ja, dafür wollte ich die halt nicht stehen lassen. Ebenfalls bei einem Zuschauer von uns, ein älterer Herr, so cool. Boah, aber ist das echt, Freunde? Habe ich erstmal diese Tasche hier mitgenommen und er hat uns erzählt, ja, ich habe gestern noch eure Videos geguckt und euren Amerika-Roadtrip habe ich komplett gesehen. Wir haben das immer so gemacht, wir haben uns abends mit der ganzen Familie aufs Sofa gesetzt und haben uns eure Videos angeguckt. Und ich feiere das, Leute. Ich kann euch nicht sagen, wie glücklich mich das macht, das zu hören. Und einfach diese Vorstellung, dass diese Familie da abends sitzt und unsere Videos guckt, ne? Mega. Also liebe Grüße gehen nochmal raus. Ja, ich habe die Tasche hier gesehen. Ich fand die wirklich sehr, sehr schön. Kommt mir auch schon ein bisschen was älter vor. Ist halt Ralph Lauren. Und ja, was soll ich euch sagen, Leute? Ich glaube, 10 hatten wir als Startgebot sozusagen. Und dann habe ich noch gehandelt auf 7 und dann. Boah, jetzt mal ohne Mist, ne? Aber da hätte ich viel zu heftig Schiss, dass das alles irgendwie gefaked ist. Ne? Und dann stellst du es rein, hast selber so keine Ahnung, kaufst es einfach ein für einen Zehner. Also ich adaptiere das jetzt einfach auf mich. Ne? Kaufst es ein, ist aus Versehen gefälscht, kriegst eine fette Abmahnung halt. Ne? Hat sich dann die Ausbeute dann nicht so krass gelohnt. Aber ich glaube trotzdem, dadurch, dass ja Sunny und Dean Tramp des Öfteren auch Kleidung mitnehmen, dass sie da den Durchblick haben. Aber ich hätte da jetzt auch überhaupt noch nicht so krass den Durchblick, vor allem auch bei halt gebrauchter Ware. Ja. Da gucke ich meistens bei Second-Hand-Shops. Nee, also halt, ich habe da mit klar so ein bisschen Erfahrung, aber jetzt mit so Handtaschen und sowas, boah, keine Ahnung. Oder auch Schuhe, habe ich keine Ahnung. Aber halt, klar, ne? So Vintage-Sachen, Adidas, Nike habe ich ja auch schon alles mitgenommen. So Trainingsjacken auch vor allem. Ich soll die Schuhe anprobieren, Sammy. Okay, kann ich gerne machen in Stream. Dann kaufe ich mir mal so Chucks in Größe 39 und probiere die an für euch. Nein, Quatsch. Habe ja Schuhgröße 45, das wäre ja irgendwie komisch. Hätte auch Schiss, am Ende bekomme ich eine Abmahnung. Ja, das stimmt, ne? Da muss man echt aufpassen. Taschen da, also halt, du hast ja so viele Leute, die auf dem Flohmarkt irgendwie so Gucci und so ein Quark verkaufen, fragst du nach, ja, wie viel soll die Gucci-Hose kosten? 5 Euro, da weißt du safe, dass das Mist ist. Was aber richtig cool ist, sind solche, was ich euch empfehlen kann,
sind halt solche Hof- und Garagenflohmärkte. Ich war da auch mal an dem Stand gewesen. Ich weiß aber gar nicht, ob ich da was gekauft habe. Aber da hast du schon gesehen, dass die hatten ein richtig fettes Haus, ne? Also da hast du gemerkt, okay, die Leute hatten richtig Kohle und haben da auch ein paar richtig schöne Markenjeans verkauft. Hätte ich gegebenenfalls auch mitnehmen sollen. Na, aber wenn du jetzt so randommäßig so Stände hast, so auf dem Flohmarkt, weiß ich nicht, ne? Weiß ich nicht. 7 € für so eine Tasche klingt aber auch nach Fake. Oh. Naja, wir werden es wahrscheinlich niemals erfahren. Außer halt von jemandem, der halt direkt, ne? Der halt da direkt in dem ganzen Game drinnen ist. Du kannst ja alles lernen, ne? Kannst ja wirklich alles lernen. Gibt es auch bestimmt YouTube-Videos zu, wie man das alles erkennt. Super schwer mit Fakes. Hab hier Louis-Portemonnaie liegen, aber vercheck es nicht, weil ich vermute, dass es Fake ist. Ich lasse es seitdem sein. Ja, das ist immer so der Mist. Dino und Sunny verkaufen aber auch nur auf Kleinanzeigen, die haben da nicht so die Struggles. Aber wenn du das ja trotzdem mit einem, also halt bei Kleinanzeigen musst du ja trotzdem, wenn du gewerblich handelst und Co., kann ich ja trotzdem jemanden abmahnen. Das ist dann auch nicht so nice. Aber naja, wurscht, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass sie echt ist. Ne? Also es geht ja auch nur darum, ich hätte zum Beispiel überhaupt keine Ahnung von Taschen, Handtaschen. Ich glaube, die Technikabteilung auch nicht mal so sehr. Also halt jetzt von Handtaschen. Ne? Technikabteilung ist dann eher so der chilligere Typ von Taschenträger, sage ich jetzt mal so. Habe ich sie mitgenommen. Ja, da waren wir dann beide mit zufrieden und ich finde die wirklich sehr, sehr schön. Ist irgendwie so eine coole Sommertasche. In so einem Heavy Cotton hier vorne mit dem Polo-Stitching. Ja, schönes Teil, oder? It's me, Mario. Den haben wir auch noch mitgenommen im Vorbeigehen, weil wir waren gerade mit unseren wirklich Kisten auf dem Weg zum Auto und dann sehe ich den so liegen auf dem Tapeziertisch und ich so im Vorbeigehen, hallo, was soll der kosten? Und der Mann so 4 und ich so 3. Und er so 4, ich so 3, also 4. Ich so, ja, okay, dann gebe ich dir 4. Und für 4 haben wir den Mario dann hier auch noch. Also der sieht auch nicht so gesund aus, oder? Der Mario. Mick. Julibar, vielen, vielen Dank für dein Follow. Ehre geht raus. Herzlich willkommen. Also meine Rolex aus den 90ern in, was, in Rom? Bei einem Straßenhändler gekauft. Achso, in Rom. Entschuldigung, in Rom. Rom. Lost. Bei einem Straßenhändler gekauft ist safe echt. Hat schließlich 8 D-Mark gekostet. Wie heißt dein eBay-Shop Endzeit? Nein, Quatsch. Alles easy. Würde ich niemals machen. Safe. Ist alles nur Spaß. Das sind so Luxusuhren ohne Zertifikat eigentlich überhaupt etwas wert, abgesehen von dem Edelmetallgehalt. Ja, safe. Also du wirst da. Ich habe auch mal eine Rolex auf dem Flohmarkt gesehen, aber da hast du gemerkt, so auch wie der ganze Stand halt aufgebaut war. Der Typ hat sich damit ausgekannt. Ne, da war eine Omega, eine Rolex. Das war ein Antiquitätenhändler. Ja, also davon. Und da war dann auch noch das Zertifikat mit dabei, aber die sollte 8K kosten und das hat man halt nicht einfach so mal dabei, ne, auf dem Flohmarkt. Oder, Freunde, wer geht mit 8K oder mehr auf dem Flohmarkt? Eins in den Chat. Hallo, Apa Deluxe, moin. Aber der sieht auch nicht so gesund aus, aber trotzdem allgemein so Merch geht ja gut. Vor allem auch die Größe, so 3 € oder 4 €, was er dafür bezahlt hat, kriegt man bestimmt los für mehr. Mitgenommen, weil das war irgendwie so ein Vibe. Wir haben heute so viele Kuscheltiere entdeckt und ich habe mir dann so einfach vorgestellt, boah, wenn ich die alle so zusammen irgendwie als Deko hinstelle oder bei Schatz im Gaming Room, macht sich cool. Und ja, dafür haben wir den dann mitgenommen. 4 €. Das meine ich mit Kuscheltiere. Der dritte im Bunde, Yoshi, der hat ein kleines Manko. Und zwar ist sein Po gerissen. Da guckt unten die Watte raus, aber das finde ich überhaupt nicht schlimm, Leute. Man stellt den eh nur hin. Der sitzt dann auf dem Regal und dann juckt das auch einfach niemanden. Und der Junge meinte dann so, ja, der ist ein bisschen kaputt, ne? Wollte ich nur mal dazu sagen, was wolltest du denn geben? Und ich Oh, Freunde, aber jetzt, wenn der Po gerissen ist, kann man es ja gegebenenfalls dann auch zunähen.
Ich so, ja, weiß ich auch nicht, 2,50? Er so, ja, gerne, dann nimm den mit. Und dann, ja, haben wir 2,50 gemacht. Und dann, ja, hat Josh jetzt ein neues Zuhause hier bei uns. Mit den anderen beiden Kollegen zusammen. Welchen findet ihr am coolsten von den dreien? Freunde, hat jemand 3 Euro für YouTube Premium? Nein, Quatsch. Oh, Gott sei Dank schaffe ich das immer hier, ihr wegzumachen. Hallo Abenteuer, okay, cool. Ich gehe nicht in Urlaub und Hüttenkäse esse ich auch nicht. Ich wüsste jetzt echt auch gar nicht, was YouTube Premium kostet. Geh weg. Ach ja, stimmt. Entschuldigung, das ist so das andere Video. Ich glaube, Dean Tramp hat dann ja auch nochmal so einen ganzen Sack voller Nintendo-Spiele gefunden. 90ern habe ich heute auch noch mitgenommen von Pocahontas. Und Leute, ich weiß noch genau, wie ich damals diesen Film im Kino geguckt habe. Deswegen, ja, musste ich natürlich mitnehmen. Cool war auch, in dem Moment war der Mann am Stand und die Frau war weg. Und dementsprechend, er wusste natürlich überhaupt nicht, was er nehmen soll für die ganzen Sachen. So ist typisch Männer auf dem Flohmarkt. Er so, ja, ich habe keine Ahnung, meine Frau ist weg. Und dann am Ende wollte er 2 Euro dafür haben. So Boah, sieht das Ganze aus gut. Von innen. Ihr kennt Polly Pocket, oder? Ja, boah, ich habe da so gerne als Kind mitgespielt, Leute. Das ist einfach Nostalgie pur für mich. Dann auch hier so 2 Kleinigkeiten. Einmal für unseren Campervan habe ich hier so einen Korb mitgenommen. Ich fand den richtig schön und der hat halt diese süße kleine Größe. Und ich will halt nur so die wichtigsten Sachen im Campervan haben. Wirklich keinen Schnickschnack. Und da passt der perfekt rein. Dafür habe ich 2 Euro bezahlt. Und dann habe ich mir noch einmal hier Kopfhörer von Apple mitgenommen. Das Coole ist, die haben halt noch diesen normalen Stecker, den du ja heutzutage nirgendwo mehr kriegst. Und da habe ich 1 Euro für bezahlt. Ich brauche die halt einfach nur für mein Stream-Equipment. Ein paar Air Force in Größe 39. Also Oha, aber so Air Force habe ich jetzt auch schon so immer mitbekommen. Das sind ja, ne, gefühlt jedes Mädel trägt ja solche Air Force. Also schätze ich auch mal, dass man das safe auf dem Flohmarkt mitnehmen kann. Ne, Air Force, Air Force, Air Force. Egal welche Größe, würde ich mal sagen. Und auch egal, wie sie aussehen. Also halt nicht zu sehr abgeranzt. Ich glaube, da kann man bestimmt auch immer den einen oder anderen Euro machen. In meiner Größe habe ich noch mitgenommen. Anfänglich wollte das Mädchen 10 Euro haben und dann habe ich gesagt, komm, 5. 5 gebe ich dir, dann nehme ich die mit, weil ich habe mir die vor 2 Wochen gerade gekauft auf dem Flohmarkt. Genau das gleiche Modell. Und ich denke mir so, du kannst jetzt nicht schon wieder mitnehmen. Aber ich kann sie auch nicht liegen lassen. Und sie meinte, boah, 5? Ja gut, komm. Und dann habe ich ihr die 5 Euro in die Hand gedrückt. Ist ein geiles Modell, meiner Meinung nach. Ich habe es wieder versucht, Leute. Eine Jeans. Ich habe keine Ahnung, ob sie diesmal passt. Letztens, die beiden Hosen waren ja ein Reinfall. Das waren 2 Zara Jeans. Und was habe ich jetzt hier? Oh, die ist von Gap. Ah, krass. Habe ich gar nicht gesehen auf dem Flohmarkt. Oder was? Zara beste Männer Jeans. Also, so meine persönliche Meinung. Mit Zara hatte ich noch nie Probleme. Und richtig günstig auch immer. Gar kein Label dran oder sowas, aber auf dem Knopf steht Gap und das Girl an dem Stand meinte auch, ja komm, die sitzt geil zu Air Force und so, und dann habe ich gesagt, ja komm, 4 Euro. Ja, selbst wenn sie jetzt nicht passt, dann lege ich sie halt wieder auf meinen eigenen Stand irgendwie auf dem Flohmarkt. Und zu guter Letzt habe ich hier noch ein paar PlayStation 2 Games, um genau zu sein, SingStar, Leute, mein absoluter Favorite. Wer mich kennt, weiß, ich habe eine ganze SingStar-Sammlung mit allen Teilen. Bedeutet, die habe ich auch schon. Aber ich habe 1,50 Euro pro bezahlt. Wir haben nämlich gebundelt an dem Stand. Ja, das ist gut. 1,50 Euro kann man machen. Und da gab es SingStar-Schlager. Richtig geil. Aber Queen und SingStar-Pop-Hits. Das ist die schwächste von allen. Aber ansonsten hier Schlager zum Beispiel geht sehr, sehr gut im Resell. Und ja, 1,50 Euro, Leute, macht man nichts verkehrt. SingStar nehme ich auch immer mit. Ich hatte auch noch Mikrofone gefunden an einem anderen Stand, aber da wollte die Frau 16 Euro für haben, nur für die beiden Mikros. Und da habe ich gesagt, nee, das ist mir auf jeden Fall zu teuer. Weil manchmal kriegt man die für 2-3 Euro. Ja, that's it, Leute. Und wenn ihr jetzt noch nicht satt seid, checkt auf jeden Fall von meinem Freund das Video ab. Der hat noch, wenn nicht sogar noch viel, viel krassere Sachen gefunden. Ja, war auf jeden Fall ein sehr unterhaltsames Video. Richtig cool gewesen, auch wieder so ein paar neue Eindrücke bekommen bezüglich Schuhe. Da werde ich auch mal auf jeden Fall testen, wie das Ganze dann so funktioniert im Resell. Ne? Gebrauchte Schuhe flippen, werde ich mal darauf achten, wenn ich jetzt in Hamburg bin.